Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, und heute, ihr seht es schon im Hintergrund, betrifft das Ganze mein Kanal. Ja, der liebe Seth Stark hat mir einen Kanalhintergrund gemacht, einen neuen. Und ich habe mir gedacht, den stelle ich heute kurz vor. Er ist sehr simpel gehalten eigentlich, aber ich finde ihn eigentlich relativ cool. Schön designt hier. Das Ganze hat er mit Speed, oder hat er in irgendeinem Speedart gemacht. Er hat es mir per YouTube geschrieben. So genau kenne ich mich da nicht aus. Aber mir gefällt es sehr gut. Hier auch schön im Hintergrund. Ja. Was ich vielleicht noch ändern lassen werde, oder tun ist, ich gebe ihm vielleicht meine LP-Welt und möchte dann quasi ganz gerne, dass im Hintergrund irgendwie meine LP-Welt zu sehen ist. Das Ganze ist jetzt so designt, dass ich quasi, also man kann viel weiter wegscrollen, wenn ihr hier so mal das euch so anschaut. Aber ich habe ihm geschrieben, dass ich quasi mein Zoom-Faktor immer so habe. Da ich nämlich auf dem 42, ja, beziehungsweise 40 Zoll Fernseher spiele, habe ich das ein bisschen vergrößert, weil ich sonst nicht so viel sehe. Und deswegen habe ich das Ganze nochmal ein bisschen zusammenschieben lassen von ihm. Und ja, wie gesagt, vielleicht werde ich demnächst noch ihn darum bitten, dass wir da hinten nochmal ein bisschen andere Landschaft bekommen. Aber ansonsten würde ich das auch so gerne lassen. Außerdem hat er mir noch angeboten, ein anderes, ja, wie nennt man das? Kanalbild. Eppala. Das wollten wir jetzt eigentlich nicht. Wie heißt das? Da kann man es ändern. Avatarbild. Ein neues für mich anzufertigen und ich habe mir gedacht, oh, sei steil, sei still, warum nicht? Wenn sich das hier mit dem Hintergrund und diesem Avatarbild noch ändern sollte, dann werde ich dazu nochmal ein kleines kurzes Video machen. Vorerst, wie gesagt, Seth Stark hat bisher noch keine Videos auf seinem Kanal. Aber ihr könnt dennoch gerne mal bei ihm vorbeischauen und vielleicht ihn auch mal anfragen, ob er für euch vielleicht ein Design machen will. Er ist Hobby-Designer und ja, vielleicht hat er ja Zeit und Lust und macht euch vielleicht auch einen Hintergrund. Und ja, demnächst wird auf seinem Kanal wahrscheinlich ein Making-of zu meinem Hintergrund kommen. Wenn euch das interessiert, das Ganze ist wie gesagt Speedart-mäßig aufgenommen. Ihr wird das hochladen und falls euch das interessiert, könnt ihr das auch anschauen. Wenn dieses Video sich schon online befindet, könnt ihr unten in der Videobeschreibung auf einen Link klicken. Dort gelangt ihr direkt zum Video und der Link, der darüber ist, der bringt euch direkt zu seinem Kanal. Also so oder so, ihr kommt zu seinem Kanal auf jeden Fall. Genau, dann bedanke ich mich jetzt hier fürs Zuschauen und für den Hintergrund. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Hohenkrebscreme sagt Servus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.